Ja, guten Tag oder guten Abend und herzlich willkommen zu der Sendung des Online-Salons des Integralen Forums. Ich bin Heidi Hörnlein von der Wisdom Factory, das thewisdomfactory.net, und die ist hauptsächlich auf Englisch, aber wenn sie auf Deutsch ist, dann ist sie Teil des Integralen Forums. Ja, wir haben heute als Thema integrales Frausein. Was kommt nach dem Feminismus? Und dazu erstmal wollte ich Monja Frühwirth vorstellen. Sie ist seit einiger Zeit Co-Hostin mit mir. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Dann haben wir hier Verena Neunschmann und Regina Hunschock. Wir kennen uns alle seit einiger Zeit, würde ich sagen, mehr oder weniger. Und es ist doch schön, wir waren im Frauengespräch schon vorher zu sehen, was wir jetzt so zu dem Thema co-kreieren. Ja, wie gesagt, ich bin die Heidi und ich bin in Italien und habe dieses Online gegründet, weil ich einfach nicht zu weit weg bin vom Schuss, um mit allen im Gespräch sein zu können und ständig in irgendwelchen Veranstaltungen live und in person dabei zu sein zu können. Und ich freue mich, dass ihr mitmacht. Dann gebe ich erstmal weiter nach zu Monja. Ja, ich bin Monja Frühwirth in Wien und ich habe vor einigen Jahren, vielen Jahren, das Frauenfeld, die Leitung des Frauenfeldes abgegeben und voriges Jahr auch die Leitung des Wiener Salons. Wir haben dadurch jetzt ein integrales Zentrum in Wien und ich freue mich auf diese Art und Weise, ohne dass ich aus dem Haus muss, ja, ko-kreative Gespräche zu führen, was wir auch im Salon machen, aber meistens nicht unter Frauen nur. Und ich bin gespannt, was zum heutigen Thema kommen wird. Danke. Gut, dann mache ich mal weiter. Ja, ich bin Regina Hunschock und ich bin mit Monika damals zusammen in diesem integralen Frauenfeld aktiv gewesen und habe das auch eine Weile geleitet. Aber es ruht seit 3, 4 Jahren und ich finde es ganz spannend, dass das jetzt wieder auftaucht. Ich glaube, es könnte sein, dass in dieser Frauenfrage Feminismus, was kommt jetzt oder was kommt danach? Was wir da bewegen, dass das sehr spannend sein kann. Und ich bin hier in Recklinghausen, das ist im Ruhrgebiet. Und ich werde aber demnächst pilgern. Vielleicht sage ich auch was dazu. Das könnte auch zum Thema passen. Ich werde ab 1. Juli, habe ich mich freigestellt für 12 Monate und werde für nichts anderes Verantwortung übernehmen als für die weibliche Frage, also für das Frauenthema, zum Thema weibliche Würde in uns allen, und habe tatsächlich vor, wieder alte Weggefährten und Weggefährtinnen zu treffen und auch neue und in dieser Frage aktiv zu werden und habe da auch ein paar Ziele. Und ja, das könnte einfließen. Und der grundsätzlichen Frage, was kommt nach dem Feminismus, bin ich ganz gespannt, was wir da rausfinden, weil ich finde ja, Feminismus nach dem Feminismus ist immer auch vor dem Feminismus irgendwie. Es gibt ja immer so viele Feminismen und ich glaube, der ist noch lange nicht beendet, aber das werden wir sicherlich gleich mal schauen, was das bedeuten kann. Okay, das erstmal zu mir. Dann gebe ich an dich weiter, Verena. Okay, meine Internetverbindung scheint nicht ganz stabil zu sein. Ich habe jetzt den Schluss von dir, Regina, nicht mehr gehört. Ich bin Verena Neuenschwander, ich lebe in Appenzell, bin jetzt gerade in Bern in meiner Praxis. Ich pilgere noch ein bisschen hin und her. Und ich freue mich auch, dass ein solches Gespräch zustande kommt. Ich kenne euch unterschiedlich gut. Mein Vogue-Fokus ist also mit Frauen unterwegs zu sein, ist seit einigen Jahren im Netzwerk Erfahrungskreis, wo wir einen Frauenkreis haben. Das ist jetzt seit 4 Jahren.
wo wir auch mit der integralen Landkarte unterwegs sind und vor allem die Themen Sexualität, Spiritualität und Beziehung beleuchten. Und ich würde wahrscheinlich vor allem aus dieser Perspektive mal schauen, was ich beitragen kann, was aus unserer Erfahrung, aus unserem gemeinsamen Forschen und Heilen so entstanden ist in den letzten Jahren. Ja, schön, danke schön. Als wir die Gespräche der Frauen am Brunnen gründeten vor 3 Jahren, auf Deutsch, auch Teil des integralen Forums, da sagtest du, Monja, oft, dass die Gespräche unter Frauen dich so, wie soll ich sagen, begeistern und dass es irgendwas anderes ist, als wenn auch Männer dabei sind. Und ich finde das irgendwie auch und ich kann das sehr genießen und das ist auch einer der Gründe, warum wir da weitermachen. Was ist da anders? Wollen wir damit mal anfangen? Was schätzen wir unter uns zu sein? Ja, also ich könnte mal so sagen, wir sind einfach entspannt. Ist das, was mir aufgefallen ist. Wir lassen den anderen Zeit, wir lassen es einsickern und schauen, welche Resonanz im Herzen auch ist. Also wir sprechen schon, glaube ich, sehr aus dem Herz, nicht nur aus dem Verstand. Was ich aber noch jetzt gerne von uns allen Vieren wissen würde, wie ist derzeit unsere, die Regina hat weibliche Würde erwähnt, wo ich auch gern mehr dann noch wissen möchte. Aber wie sind wir derzeit, also was ist unsere persönliche Situation? Heidi, du bist jetzt erst gerade verwitwet und das ist also sicher eine harte Zeit noch. Ich bin seit 54 Jahren mit demselben Mann verheiratet, der sich sehr, wie er jetzt immer wieder feststellt, sehr geändert hat in den letzten Jahren. Das heißt also, eine gewisse integrale Beharrlichkeit dürfte wirken und war unerwartet und ist höchst erfreulich. Also wir haben jetzt beschlossen, unsere letzten Jahre, sind doch schon beide auch 77, dass wir die letzten Jahre mit viel Humor und entspannt miteinander verbringen und es dem anderen möglichst angenehm machen, was lange Zeit nicht unbedingt der Fall war. Das heißt, ich bin in einer sehr schönen Situation und hoffe, dass es noch einige Zeit so anhält. Heidi, möchtest du noch zu deinem gegenwärtigen Verfasstheit etwas sagen, oder? Ja, wir sprechen über Feminismus. Ich war ja früher immer gegen Feminismus, aber gleichzeitig in mir selbst gegen die Männer kämpfend, ganz am Anfang. Ja? Also irgendwo doch feministisch beeinflusst, aber ich wollte nie dazugehören zu diesen Feministen. Ja? Und ich habe meinen Entwicklungsweg praktisch über Männer gemacht und vieles erfahren. Und nun habe ich endlich den gefunden gehabt, wo ich das Gefühl habe, oh, jetzt endlich, ja, bin ich da, wo ich gerne bin. Und nun ist er halt nach knapp 7 Jahren, die wir zusammen waren, gestorben. Und das war schon, ja, nicht einfach, ja. Ich fange jetzt an, in den letzten wenigen Wochen einigermaßen wieder in meine Energie zu kommen und wieder tatkräftiger zu werden, weil vorher habe ich immer alles, keine Lust, ja. Ich habe zwar weitergemacht, die Shows in der Wisdom Factory, aber das war das Einzige vielleicht und meine Tiere, die mich überleben gehalten haben. Aber ich bin noch nicht in vollem Gange. Und mal sehen, wo es hinführt. Und dennoch, das Gespräch mit euch und mit den anderen, die ich geführt habe, fast alle sind sehr schön. Und ganz speziell, dass das die englischsprachige und die deutschsprachige Frauengruppe, das ist einfach, das ist eine Nährung meiner Seele. Ja. Soweit zu mir. Gut, dann mag ich weiterfahren. Also ich
lebe seit nun bald 10 Jahren in Bezogenheit mit Männern und Frauen. Ich habe einen Partner seit 9 Jahren, den Remy, den kennen vielleicht einige von euch. Und bin aber eigentlich, seit es mich gibt, auch immer ganz stark mit Frauen unterwegs. Und durch die Erfahrungen, und die Forschungsarbeit im Erfahrungskreis konnte sich so wie ein tiefer Wunsch in mir, ohne mich jetzt irgendwie zu definieren, ob ich jetzt, wie meine Ausrichtung ist, auch in meiner Sexualität, konnte ich mich öffnen, auch für Frauen. Also konnte ich für mich wie einen inneren Tabubruch lösen und kann das zulassen, auf allen Ebenen auch mit Frauen unterwegs zu sein. Und genieße es aber auch, dass Beziehungsarbeit nicht unbedingt sein muss, sondern dass es eine Form von Begegnung ist, irgendwie eine andere Schicht von Liebe, die da entstanden ist und entstehen darf. Das ist so mein Selbstverständnis im Moment. Und das Kennenlernen der integralen Philosophie, insbesondere auch Schattenarbeit, bringt mich auch in tiefen Kontakt mit meinen Schatten, mit meinen Lücken, die ich nicht integriert habe, die zum Teil, also jetzt gerade als Frau auch, die prägungsbedingt, erziehungsbedingt, hintergrundsbedingt, halt einfach immer noch wirken. Darum auch meine immer noch Nervosität, wenn ich jetzt da so für die Öffentlichkeit etwas sage und doch einen intimen Raum öffne. Also das ist für mich noch immer eine Herausforderung. So viel vielleicht mal im Moment. Ja, alles klar. Ja. Wie sieht das bei meinem Leben aus? Also ich kann mich, wenn ich mich zurückerinnere oder überhaupt das alles bewusst mache, ich habe mein ganzes Leben eigentlich nur mit Frauen verbracht, viel mit Frauen verbracht auf unterschiedlichsten Ebenen. Und Frauen waren auch immer meine größten Lehrmeisterinnen. So, also vom Wissen her, aber auch von ihrer emotionalen Vielfalt und Unberechenbarkeit, teilweise auch in ihren Mystifizierungen, viel mit Schatten und Schleiern, mit denen sich Frauen ja auch umgeben. Aber ich glaube, das ist ein Teil einer vergangenen Zeit. Das ändert sich. Meiner Meinung nach ändert sich das gerade. Und ich lebe aber seit 15 Jahren eigentlich als Single. Das heißt, also ich lebe eigentlich mehr oder weniger alleine, wenn ich nicht unterwegs bin. Und nehme das auch als Schulungsweg wahr. Wo ich gerade das Gefühl habe, dass ich da an einem sehr guten Punkt bin, wirklich mit mir alleine da unterwegs zu sein und immer mehr das zu wissen auch, ich bin ja nicht alleine. Also sowas wie ein Single gibt es nicht, weil mit den Menschen, Freunden und Freundinnen, mit denen ich zu tun habe, die mich unterstützen, begleiten. Meine Mutter lebt noch, also das ist wunderbar, mit meiner Mutter die Beziehung. Dass sich da unterschiedliche Beziehungsformen in mir bewegen. Und von daher werde ich damit immer glücklicher. So kann ich das mal sagen. Und jetzt werde ich ja noch pilgern. Das heißt, ich werde mich ja noch mehr auf andere Menschen zubewegen. Und Freundin im Gespräch, letztens in Zürich, ich bin viel in der Schweiz, in Zürich sehr viel. Und dann hatte sie mir zu mir gesagt, ja, eigentlich sind doch alle polyamorös. Ich habe das immer weit von mir gewiesen, polyamorös zu sein, weil ich immer dachte, boah, ich bin ja ein total treuer Mensch und ich kann sowieso nur mit einer Person eine Liebesbeziehung haben. Aber diese Polyamorosität, die bezieht sich auch nicht auf Sexualität, sondern wirklich auf die Nähe, also auf das Entwickeln von wirklich richtig tiefen Freundschaften und Menschen, die großzügig sind in der Unterstützung meines Wesens und umgekehrt, dass ich andere Menschen unterstütze, deren Wesen ich meine, so erfassen zu können und zu gucken, okay, was braucht der Mensch gerade von mir, was kann ich schenken? Nur da mal so. Ha, ein Stichwort. Polyamore Beziehungen sind mir auch nicht fremd.
was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass mein Mann und ich damals in der grauen Urzeit jungfräulich in die Ehe gingen und keinerlei Erfahrungen hatten. Und das heißt, also, das musste ein bisschen nachgeholt werden. Ich bin eine überzeugte Hetero. Ich kann mit zwei Männern leben, aber mit noch vielleicht mit zwei Frauen. Also das ist eine andere Ebene für mich. Und wie die Verena sehr schön gesagt hat, also es ist eine andere Schicht mit Frauen. Und das wird vielleicht auch auf die Gespräche mit den Frauen am Brunnen zutreffen. Da öffnet man sich auf eine andere Weise. Also ich öffne mich auf eine andere Weise Frauen gegenüber als Männern gegenüber. Ich will jetzt nicht sagen, mit Männern ist es manipulativer, aber mit Frauen manipuliere ich nicht. Das ist mir völlig klar geworden. Also gerade bei unseren Gesprächen hier, auch Women Matters, da manipuliere ich nicht, da bin ich einfach nur ich selbst. Und das ist sehr erleichternd und wahrscheinlich ist das auch das Nährende und was uns alle stärkt immer. Weil wir stellen dann immer fest, wir sind belebter und wir fühlen uns einfach besser, auch wenn wir ganz müde zum Gespräch kommen. Ja, also über die Möglichkeit von polyamoren Beziehungen als integrales Sein wäre vielleicht auch ein interessanter Aspekt für unser Thema. Schauen wir mal. Verena, hast du noch Weiterführendes zu deinen Bemerkungen? Ja, ich finde es spannend, was du sagst. Polyamorie einer integralen Stufe zuzuordnen, da bin ich nicht ganz einverstanden. Weil ich find, es ist eine Form, eine Möglichkeit und die ist so vielfältig und so, glaube ich, auf alle Stufen verteilt, wie alle anderen Liebesbeziehungen auch. Es kommt auf die Menschen drauf an, die darin vernetzt sind oder die miteinander im Kontakt sind. Ich mag zunehmend das Wort integral nicht mehr so, weil ich finde, das sagt so wenig aus. Wir einigen uns immer mehr auf eine evolutive, auf ein evolutives gemeinsames Forschen oder unterwegs sein oder lieben oder ich komme in eine große Resonanz. Mit den Stichwörtern, die Regina vorher gesagt hat, Großzügigkeit und einander unterstützen, das ist eine Qualität, die ich mit Frauen auch erlebe und dem wir uns auch zugewandt haben. Also was ist das Nährende, wenn Frauen zusammen sind oder überhaupt das Nährende am Frausein an sich? Ich glaube, das ist eine urweibliche Qualität. Nicht, dass Männer nicht auch nährend sein können, aber so vom... Vielleicht müssen wir auch noch über männlich und weiblich und Mann und Frau. Für mich kommt das auch immer mehr zusammen. Also mich interessiert immer mehr Menschsein, als jetzt in die Typologie zu unterscheiden. Aber natürlich gibt es auch Unterschiede. Wir sind nicht gleich, das ist schon so. Ich weiß nicht, ob das... Ja. Das Frauenfeld habe ich damals gegründet nach einer Tagung, wo mir klar geworden ist, wie wichtig Empowerment, ich habe das damals nur als diesen Begriff kennengelernt, Empowerment von Frauen untereinander ist. Das ist also dieses Konkurrenzleben der Frauen, das ja auch sehr stark war damals noch, völlig überflüssig ist. Also wenn eine Frau sich von anderen Frauen unterstützt fühlt, das ist also, ja, das ist so etwas Befreiendes. Und was du vorhin gesagt hast, also dass du Polyamorie nicht integral einordnen möchtest, auch da ist für mich die Schattenarbeit das Um und Auf. Also gerade bei solchen Beziehungen eine kontinuierliche Schattenarbeit. Aber ich bin ein Fan der Schattenarbeit und kann euch in diesem Zusammenhang nur empfehlen, auf unsere Yahoo-Seite zu gehen. Da kann jeder mitlesen.
Das heißt Integral Wien. Und ich habe jetzt die ganzen Schattenarbeitsmaterialien hinaufgestellt. Auch die Umwandlung der Emotionen, das ja aus dem Tibetischen teilweise kommt. Und ich, ja, das möchte ich euch sehr empfehlen, weil es wirklich ein Kompendium und ein wirklich sehr kompaktes Material ist, das relativ leicht und schnell durchzulesen ist. Also Integral Wien ist die Yahoo-Seite. Ja, Regina, die Würde der Frauen? Ja, ich hake jetzt gerade noch bei dem Ursprungsthema Feminismus, ne? Und in mir geht das so ein bisschen hin und her, weil wir haben ja damals im Frauenfeld auch viel über das männlich-weibliche, was ist Mann und Frau sein. Da würde ich auch fast sagen, das ist ja schon fast für mich nicht mehr so relevant. Und das verändert sich ja auch so in den einzelnen Jahren und was Frau so tut. Mensch sein, das ist sicherlich total interessant und auch wichtig. Und das war immer schon mein Ziel, also wo ich diesen Aspekt Beyond Gender zu gehen oder auch diesen androgynen Aspekt, den wir als Menschen ja auch in uns tragen. Wir können alles sein in alle Richtungen, wir können auch alles leben, was wir wollen. Und damit sind wir ja beim integralen Feminismus, ja, dass verschiedene Feminismen integrierbar sind. Aber in was, ja? Also man braucht ja immer ein größeres Gefäß, um verschiedene Dinge auch unterbringen zu können. Und dann ist man immer bei der Henne und Ei, ja, was ist denn eigentlich das Gefäß, ne? Und das ist vielleicht für mich gerade der springende Punkt. Ich habe ja lange gerungen, auch im integralen Forum, um Begriffe. Und es gibt ja auch Tabubegriffe, ja. Man konnte ja Frau oder Mann sein, nicht einfach mal nur so sagen. Und Weiblichkeit ist auch im Feminismus verpönt als Wort. Weil dann kommt man ja in die biologistischen Interpretationen oder auch Zuweisungen oder Beschränkungen, währenddessen man, wenn man sozialisationsbedingt argumentiert, konnte man ja auch diese einzelnen Feminismen wie Gleichheitsfeminismus oder Queerfeminismus oder transzendierender Feminismus, was es da alles gab, ja, konnte man ja auch dann unterbringen, weil man sich ja am letzten Endes in der Differenzierung ja auch von Geschlecht letztlich lösen konnte. Man konnte ja plötzlich alles Mögliche sein. Und da bin ich beim springenden Punkt, weil damit geht auch weiblich und männlich unter. Und in dem Moment auch die Urkräfte, die im weiblichen oder im männlichen beheimatet sind. Und da so zu argumentieren, dass das nicht wieder in die Klischees abrutscht, ja, weiblich ist so, männlich ist so und die Welt braucht dann das und das, weil die fällt auseinander, also müssen die Frauen wieder zurück an den Herd und die Männer sind dann wieder die Helden, das funktioniert nicht. Deswegen formuliere ich ja schon die weibliche Würde in uns allen und sage damit, also der Grund, warum ich pilgere, ist, dass ich, das liegt mir einfach am Herzen, ja, dass die unverletzte Weiblichkeit, also die nicht missbraucht, nicht vergewaltigt, also in ihrem völligen heilen Zustand, also dieser Divine Feminine, das liegt mir so sehr am Herzen, dass ich dafür pilgern möchte. Und darin würde natürlich auch Weiblichkeit, heilige Männlichkeit eine Rolle spielen. Und was ist das? Das kann ich auch nicht immer alles so beantworten, will ich auch gar nicht mehr. Mir kommt es dann tatsächlich darauf an, die Menschen, die ich treffe, da Gespräche zu führen, was könnte das sein? Und bleib aber dem Prinzip treu und auch meiner Grundaussage, eine neue Kultur, auch in Bezug zur Erde, entsteht dann, wenn wir das Weibliche, also die weibliche Würde in uns sehen, unterstützen und auch politisch, ne, solche Sachen wie Care, Fürsorgeökonomie, dass daraus eine Fürsorgepolitik entsteht und die entsteht für mich nur dann, wenn ich das Weibliche, ja, so ein bisschen sockel. Also wenn ich sage, hör, Holiness, ich spiele mit solchen Begriffen. Ich kann jetzt nicht losgehen und sagen, hey, ich baue jetzt eine phallische Kirche. Das wird überhaupt nicht gehen. Ich kann auch nicht sagen, ich baue jetzt eine Kirche für Gott. Ja, wo ja gerade auch in Paris der Turm runtergefallen ist, ne? Verbrannt. Das heißt, ich kann aber guten Gewissens sagen, wir brauchen jetzt mehr Weiblichkeit. Ne? Also in Richtung Weihe, Diakonie und Bischöfin, was es da gibt. Da kann man eigentlich mit einem Weiblichkeitsthema sehr gut argumentieren. Und für mich ist das die integrale Erarbeitung des Begriffes Agape eigentlich auf einer höheren Stufe. Und damit kann ich auch weiblich wieder neu benutzen.
Das ist jetzt sehr spannend, Regina. Du hast im Grunde ja schon so einen Ausblick gegeben, was nach dem Feminismus kommt. Jedenfalls höre ich das so. Du hast so viele verschiedene Formen vom Feminismus genannt. Kannst du da noch ein bisschen mehr drüber erzählen? Weil für mich war früher Feminismus ja die Emanzen, ja, die sind gegen die Männer und schreien und ja, so in den 70er Jahren und damit wollte ich nichts zu tun haben. Ich habe mich aber dann nicht weiter groß mit beschäftigt, habe nur gemerkt, dass es irgendwie, du hast jetzt einiges erwähnt, was ich nicht kannte. Kannst du da ein bisschen so einen Überblick geben, was es so, wie das so ablief in den letzten 40? Ja, so grob, ja. Also was mir noch so immer so in Erinnerung ist oder womit ich möglicherweise auch noch selber argumentiere. Also ich glaube, der bekannteste Feminismus ist sicherlich der Gleichheitsfeminismus. Das ist eigentlich relativ der durchlaufende Feminismus, den wir auch allzeit erleben. Ne, entsprechend der blauen Meme beispielsweise, dass es ein dominatorisches Prinzip der männlichen Ordnung gibt, ne, und an die sich dann das Weibliche, die Frau, orientiert hat, um gleichberechtigt zu sein, in die Öffentlichkeit zu treten, in der Öffentlichkeit zu partizipieren, beruflich, finanziell, ökonomisch. Und das war auch notwendig, also dass Frauen da sozusagen also ihre alte Rolle verlassen konnten und sich den öffentlichen Raum erobert haben über die Gleichstellung. Und das ist aber meiner Meinung nach in dem Fall jetzt heutzutage beendet, auf eine gewisse Art und Weise. Wenn wir es integral betrachten, kann natürlich jeder Feminismus für jede Frau oder jeden Mann, an welcher Entwicklungsstufe man immer auch steht, natürlich immer auch eine Bedeutung haben. Ja? Aber für mich hat er keine Bedeutung. Dann gibt es zum Beispiel den Queer-Feminismus, der ist natürlich aus der LGBT, also aus der lesbisch-schwulen Richtung entstanden. Judith Butler ist da ein Stichwort. Die hat das im Grunde genommen noch weiter ausdifferenziert, was ja die Simone de Beauvoir immer gesagt hat, man wird zu etwas gemacht, männlich oder weiblich, man wird zur Frau gemacht und hat ganz stark von den biologistischen Ansätzen auch differenziert. Und hier geht es also, dass ich eigentlich alles sein kann. Es gibt ja mittlerweile im Queerfeminismus, glaube ich, 40 oder 50 Bezeichnungen für Geschlecht. Also von Cis-Frau über, ich kann das gar nicht alles aufzählen, ne, weil ich mich da jetzt auch nicht so viel mit beschäftigt habe, aber also in den letzten Jahren nicht, aber du kannst eine männliche Seele im weiblichen Körper haben und umgekehrt. Du kannst intersexuell sein, indem du meinetwegen als Frau auch Hoden hast oder eine Gebärmutter als Mann. Du kannst seelisch lesbisch sein, aber eigentlich eine schwule Sexualität leben. Also es gibt alles Mögliche, ja. Deswegen auch der Begriff queer. Und daran kann man manchmal sehen, dass diese Queers teilweise sehr unpolitisch werden in ihren Forderungen, weil sie dann plötzlich alle heiraten wollen. Ne? Aber alle wollen plötzlich dazugehören. Aber zu was denn eigentlich, ja? Also zur normierten heterosexuellen Ehe. Weil dann ist man ja sozusagen, ne, gehört man dazu und ist alles Vielfalt. Aber das ist mir zu schwammig. Ja? Also das sind mal so zwei Richtungen. Dann gab es auch noch den Ökofeminismus. Hier Maria Mies mit Verbindung Natur, Mutter Erde, Gaia-Prinzip. Ja, und das kommt ja auch im Integralen oft vor. Ne? Also die grüne integrale Sphäre. Da verbindet sich ja die große Mutter dann mit dem Grün der Erde. Und da finden wir ja viele der natürlichen Gesetzmäßigkeiten, auch vom Christentum, ja. Die Mutter ist die Schöpfung, das Weibliche ist das Schöpfungsprinzip und so weiter. Und da gab es keinen monotheistischen Gott. Spiritualität, ja, Feminismus, da sind dann vielleicht auch die Frauen, die als Priesterin auftauchen und Gott oder die Göttin, das sind Theologinnen, die eigentlich dann eher die Göttin gesucht haben, also ein breites Feld, ja. Das kann man wahrscheinlich jetzt noch eine Viertelstunde ausformen, aber da sind immer so ein paar Akzente da drin. Ja. Danke, ja. Verena, noch einmal, weil ich dazu sehr stark in Resonanz gegangen bin. Also Regina hat also Agape, Fürsorge erwähnt als eine weitere Entwicklung für Mann und Frau. Und diese andere Schicht von Liebe, die du erwähnt hast, Verena, könntest du da etwas noch näher vielleicht eingehen? Äh,
Ich kann es mal versuchen, ja. Eigentlich ist es etwas, was jenseits der Worte ist. Liebe ist ein Wort, ein Konstrukt, wie vielleicht Gott auch, über das viel geredet und viel geschrieben und philosophiert wird. Für mich hat es etwas zu tun, wenn ich in Verbindung bin mit Mensch, Tier oder überhaupt mit mir selber, jenseits von Persönlichkeit. Dort fängt es an, auf eine andere Art zu schwingen und auf eine andere Art zu vibrieren für mich. Und natürlich ist es auch immer, es ist immer beides da. Also es ist das Transzendente, das durch uns durchwirkt, aber es ist dann auch wieder, wie es durch die Person ins Leben kommt, wo eine Resonanz entsteht. Also es ist wie das Bewusstsein, dass ich jetzt etwas fühle, dass ich eine Resonanz, eine Anziehung, auf welcher Ebene auch immer fühle, die möglicherweise gar nicht so viel mit dieser Persona zu tun hat, sondern ein gemeinsames Schwingen, ein gemeinsames Fühlen von Verbindung, von, ja, letztlich das Unitäre im diversifizierten Zuhause ist. Ich würde gerne noch etwas sagen zu Feminismus, wenn ich darf. Ich finde es ganz spannend, so diese vielen Unterscheidungen und Strömungen in dieser Bewegung von der zu hören. Da habe ich auch nicht gewusst. Also queer und all die Ausformungen, die sich jetzt auch immer mehr zeigen dürfen, aus Tabu hervorkommen können. Und für mich ist das Heiraten wollen auch wie ein Tabubruch, dass man mal darüber redet, dass es eben auch unterschiedliche, dass es nicht nur Männer und Frauen gibt. Und für mich hat aber, wenn ich jetzt von Feminismus heute spreche, ist es für mich eine Art Befreiung. Die Befreiung von Rollenbildern, aber gleichzeitig auch die Integration von Archetypen, von Rollen, von früheren Stufen, und dass ich das nicht mehr ablehnen muss. Also wenn ich jetzt als Frau gerne zu Hause bin und gerne mit meinen Kindern bin und mich da voll entfalten kann, eine gewisse Zeit in meinem Leben, möchte ich das ohne Druck, ich müsste jetzt noch gesellschaftlich oder beruflich oder irgendwo etwas darstellen, dass ich das einfach leben kann. Und das hat für mich sehr viel mit Befreiung zu tun. Also für mich würde ein integraler Feminismus dahin führen, dass er uns befreit, dass er uns ganz macht, als Wesen, als Frauen, gemeinsam dann auch wieder mit den Männern. Also dass ein Miteinander möglich ist, was in der notwendigen Strömung in den 70er Jahren, eben wo es um diese Gleichberechtigung ging, ja, einfach jetzt einen Schritt weiter. Weil wir haben es zwar noch nicht, es ist zwar in den Gesetzen in unseren Ländern umgesetzt, die Gleichstellung, aber in der Praxis schaut es schon immer noch ein bisschen anders aus. Also mindestens in der Schweiz. Lohngleichheit ist noch nirgends. Aber auf emotionaler und mental-spiritueller Ebene, es geht wie ein, es muss zusammenkommen und es muss für mich möglich sein, auch ganz frühes, archaisches zu leben und dazu zu nehmen. Ich würde das kurz ergänzen wollen an der Stelle. Ich glaube, die Klammer zwischen allen Feminismus ist die Freiheit. Also die weibliche Freiheit zu haben, dass du als Frau die Frau sein kannst, die du bist. Das geht also praktisch in eine Radikalität, wenn du dir Sarah Wagenknecht vorstellst, ne, was sie sagt, du wärst aber nicht immer einverstanden mit ihr, ne, musst du ja auch nicht, aber dass du ihr die Freiheit zugesteht, die Autorität auszustrahlen, die sie hat. Und damit gestehst du dieser Frau ihre totale Freiheit zu und musst sie nicht gleich machen. Und das war ja in der Schwesternschaft oft der Fall, wir machen uns gleich, wir trauen uns nicht groß zu sein und wenn eine Frau ein bisschen anders war, dann wurden sie gleich in die Ecke gestellt. Ja, also weibliche Freiheit ist, glaube ich, die Klammer
aller Feminismen für uns Frauen. Für Männer kann ich da nicht sprechen, aber Freiheit ist schon sehr wichtiger, ein wichtiger Aspekt. Wie ich jetzt der Verena zugehört habe, ist der Begriff, ein neuer Feminismusbegriff aufgetaucht bei mir. Was wäre mit transzendenter Feminismus? Weil du sprichst ja eigentlich von Spiritualität im Zusammenhang mit dieser Beziehung, dieser Schicht, dieser bestimmten Schicht, die du erwähnt hast. Ja, es geht irgendwann dann auch um Transzendenz für mich. Dass man das wagt zu leben, gemeinsam. Ja, und da kommt noch das andere Thema dazu, was wir gerade hatten. Erlaubt, dass man die Erlaubnis hat, so zu sein, wie man ist, und nicht, wenn du zum Beispiel als Mutter zu Hause sein wirst für die Kinder, dann von den Radikalfeministen gesagt kriegst, nee, das ist falsch und das darfst du nicht, und dann angegriffen wirst oder sowas. Ja? Also dass der, soweit ich das verstanden habe, der Feminismus ein bisschen offener wird, nicht nur gegen was zu kämpfen, sondern eben für die Freiheit, und es auch wenn es nicht in die Prinzipien, in die, sag mal, in das Programm passt, ja, was gerade verfolgt wird, dass man aber trotzdem den Menschen diese Freiheit lässt und ihnen kein schlechtes Gewissen macht. Und das habe ich durchaus gespürt in meinem Leben, also auch von meiner Schwester. Also wenn du anders sein willst, als es zu sein, als du sein sollst, ja, dann ist es, wirst du halt Vorwürfe kriegen. Ich möchte es nur auch noch ergänzen. Im Feminismus war er so viele Jahre in der Gleichberechtigungsfindung die Frage, etwas für Frauen zu tun. Also wir haben viel im Feminismus für Frauen getan und füreinander, und auch die Gleichstellungspolitik hat das im Rahmen der Frauenbeauftragten oder Genderbeauftragten war ja viel für Frauen. Aber jetzt in diesem transformativen oder transzendierenden geht es mehr darum, dass von Frauen für die Welt etwas getan wird. Also auch gerade die Frauen, die sich schon so entwickelt haben, dass sie sich politisch mehr auch nach außen trauen, meinetwegen in der Care-Ökonomie, da politisch sehr nach vorne gehen mit anderen Wirtschaftskonzepten, die dann für alle gelten. Das ist keine Frauenförderung mehr. Wohlgleich natürlich manche Frauen auch Frauenförderung brauchen. Aber, ne, aber es geht, mir geht es darum, also was machen Frauen jetzt, tun Frauen für das Ganze? Was kommt da an Wissen, an Intelligenz und Weisheit in die Welt? Ja, das ist schön, wie du das sagst. Das gefällt mir gut. Danke. Für mich ist die Frage immer noch da, warum zum Beispiel viel weniger Frauen in die Politik gehen oder in bestimmte Berufe. Und ich denke, dass das eben eine Neigung ist und dass das auch okay ist und dass wir nicht unbedingt 50-50 Quoten haben müssen. Was denkt ihr darüber? Ja, da kann ich einiges zu sagen. Ich habe ja, ne, ich glaube, das wisst ihr gar nicht. Ich war ja eigentlich immer selbstständig in meinem Leben. Aber ich habe die letzten 5 Jahre als Angestellte verbracht. Ich habe 5 Jahre, das bin ich immer noch, aber ich gehe jetzt pilgern, habe mich freigestellt. 5 Jahre war ich in einer Leitungsfunktion in einer Stadtverwaltung, in einer Kommune. Und da habe ich sehr viel darüber verstanden, warum Frauen erstens nicht nach oben kommen, trotz aller Begabung, und zweitens, wenn sie da hingekommen sind, gar nicht da bleiben wollen. Also wenn ich glaube, es braucht sogar mehr Frauen und mehr Weiblichkeit als 50-50. Mindestens 70% von Frauen, die aber nicht so handeln wie Männer, die dann Kultur verändern können. Was bedeutet, wenn du dann Bürgermeisterin würdest, dass du dann mit den Dezernenten, die alle männlich sind, mit dem Verwaltungsrat, der komplett männlich ist, mit allen Kämmerern, die alle männlich sind, überhaupt klarkommst? Du musst auf so vielen Ebenen gleichzeitig jonglieren mit deiner Kleidung, mit deiner Sprache, mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Durchsetzungskraft und so weiter. Und selbst in der Tarifökonomie, wo alle eigentlich die Tarife bestimmt sind, ich habe ja auch einen Tarif, ne? Ich bin ja Erziehungswissenschaftlerin, da hat man bestimmte Tarife, was man an Geld bekommt, aber trotzdem ist die Nähe zum Dezernenten oder zum Bürgermeister oder in den bestimmten Etagenhierarchien wichtig, ob dich jemand vorschlägt, eine neue Tarifnummer zu erreichen oder einen Job zu ändern.
Das heißt, du erfährst das auch in der, auch da nicht. Das heißt, wenn irgendwo eine Dezernentstelle frei wird, dann wird das erstmal gekungelt und dann, das ist total mühevoll. Also das habe ich erlebt und ich bin wirklich eine starke Frau. Ich bin nicht auf den Mund gefallen und ich habe das so erfahren. Was nicht heißt, dass ich jetzt sage, okay, ich werde Bürgermeisterin, kein Problem, kann man sich bewerben, ne? Ich würde mir das zutrauen. Aber die Frage ist, ob das wirklich Spaß macht mit zu wenig weiblicher Kultur. Also da bin ich echt dafür, mehr weibliche Würde und mehr weibliche Kultur statt Quoten in so ein System. Was ist weibliche Kultur? Hast du jetzt die Glasdecke angesprochen? Also diese Glasdecke, die zu durchbrechen gar nicht so optimal ist unter den derzeitigen Umständen? Ja, finde ich schon. Also du musst eine bestimmte Habitus haben, der muss auch männlich sein können. Also ich stelle mir das vor, nächstes Jahr sind die Bürgermeisterwahlen in meiner Kommune. Ich bin angesprochen worden, ob ich nicht kandidiere. Und wenn ich mir aber vorstelle, ich müsste da mit diesen verknöcherten Dezernenten und mit diesem Verwaltungsrat, der auch die letzte Frauenbeauftragte noch rausgeschmissen hat, ja, die darf auch nicht mehr teilnehmen, die kriegt gar nichts mehr mit. Wenn die alle gegen dich arbeiten, ne, die Kollegen da in der Hierarchie, da musst du dich aber wirklich durchsetzen. Du musst so viel Lobbyarbeit betreiben und so dermaßen strategisch die Sprache sprechen. Ich weiß nicht, ob mir das Spaß machen würde. Aber wie soll sich sonst was ändern? Ja, genau. Es geht nicht. Also ich glaube, es braucht möglicherweise, und dann da ist vielleicht der Zusammenhalt, das fällt mir jetzt gerade so in unserem Gespräch ein, der Zusammenhalt unter Frauen, glaube ich, ganz wichtig, dass wenn eine da oben hingeht, dass die anderen, die sie unterstützen, von allen Seiten, also von Kommunalpolitik, also mehr aus dem Volk sozusagen, aus der Bürgerinnenschaft, dass diese Kultur wirklich weiblicher werden kann, dass die Bürgermeisterin da echt Unterstützung bekommt. Das muss von den Leuten kommen, von den Wählerinnen. Wir haben in Hietzing, das sind nur das Kretzler, also das, aber es sind auch doch relativ viele Menschen, haben eine weibliche Bezirksvorsteherin und mein Mann unterstützt sie also kontinuierlich mit Feedback, mit Hinweisen, mit, und sie ist sehr dankbar dafür. Also sie greift fast alles auf und also auch Männer können Frauen unterstützen. Also das möchte ich jetzt nicht ausschließen, aber natürlich Männer, die eine gewisse Entwicklung hinter sich haben. Da sind wir mal ganz, kann man ganz klar sagen. Was mich interessieren würde, wie könnte so eine Frauenkultur aussehen, dass wir es anders machen und anders machen können? Ja, also bislang ist es ja so, wenn die Karriere hoch, und du hast es ja schön geschildert, musst du praktisch den männlichen Weg gehen, nicht? Den üblichen. Wie könnte denn das überhaupt anders sein? Also ich bin jetzt nicht die politisierte Frau, ich bin zwar in einem politischen Haushalt aufgewachsen, aber ich glaube einfach, unsere Strukturen sind immer noch sehr aus einer früheren Stufe, da dürfen wir noch lange, lange nicht von integral sprechen. Und sich dann in diesen Strukturen mit einem integralen Bewusstsein, sei es jetzt Mann oder Frau, wohlzufühlen, ist schon eine Herausforderung. Und ich glaube, es braucht einfach kontinuierliche Arbeit. Das ist so für mich sind wie die beiden, die linken und die rechten Quadranten. Und auf der linken Seite, glaube ich, sind wir schon viel weiter. Da ist das Grün, die Werte des grünen MEMS schon bei vielen Menschen aktiv, aber in den Strukturen einfach noch nicht. Dort ist es viel zäher, viel verknöcherter. Und ich weiß nicht, ob vielleicht sogar unsere Systeme, unser politisches System, Demokratie einen Wandel machen muss, um diese Fragen zu lösen. Aber da bin ich wirklich zu wenig bewandert. Ich habe von Barbara Marx Hubbard einen spannenden Vortrag mal gehört über das the Wheel of Co-Creation, also das Rad der Co-Kreation. Ich glaube, das wären so Modelle, die es Sinn macht zu denken. Und bis es soweit ist, da teile ich auch die Meinung, dass wir diese fürsorgliche Haltung, die du am Anfang angesprochen hast, Regina, dass wir das unterstützen, dass wir das wählen, sei es Männer oder Frauen, aber sicher, für mich muss es nicht
per se eine Frau sein, da schaue ich schon auch, eben, ist diese Qualität da oder nicht? Ich wähle lieber einen einfühlsamen, fürsorglichen Mann als eine Frau, die über Leichen geht. Aber ich glaube, da geht es um, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, um Qualität. Und es ist, ich glaube, da brauchen wir schon noch viel Zeit, bis sich in den Systemen, in unserem System des Zusammenlebens etwas Tiefes ändert, dass diese Qualitäten dann auch gelebt werden. Und es braucht Einzelne, die ein neues Wir kreieren können. Und letztlich ist es das, was mich fasziniert an unserer kleinen Zelle im Erfahrungskreis, an diesem, oder wahrscheinlich die Frauen am Brunnen. Es ist eine kleine Zelle. Letztlich auch, was wir hier jetzt machen, es ist Austausch, es ist vielleicht ein kleines Stück Meinungsbildung, Kreativität aus dem Moment heraus, die uns weiterführt. Und ich glaube, das ist der Weg. Aber nur so viel gesagt, ich möchte also auch nicht irgendwo Bürgermeisterin oder im Verwaltungsrat. Ich bewundere unsere Bundesrätin, die Viola Amherd, die jetzt Direktorin ist vom Militärdepartement. Und ich bin gespannt, was das mit ihr macht jetzt auf Dauer. Sie ist eine aus der christlich-demokratischen Partei, also sie ist eine starke Frau, und ich glaube, sie vertritt auch weibliche Werte, aber als Chefin vom Militär ist es wahrscheinlich nicht ganz einfach. Ich habe auch die Theresa May mit Staunen verfolgt, wie die Woche um Woche und Monat um Monat in diesem grässlichen Setting dort, wo man also der Opposition direkt gegenüber sitzt und also wirklich Stupid Woman auch bezeichnet werden kann. Und sie hat, also für mich hat sie eine Resilienz gezeigt, wo ich mich frage, ob also männliche Politik, österreichische männliche Politiker die aufbringen könnten. Also das war sehr beeindruckend. Und es ist ja auch in Deutschland, die von der Leyen ist ja auch im Militär. Also es ist bei uns in Österreich, also da dauert das noch eine Weile, bis wir außer von Kultur oder Wirtschaft die Frauen hinauflassen. Ja. Ja, aber wenn man von einer, wenn wir jetzt hier eine weibliche Kultur definieren würden, wie das jetzt sein könnte in einem Bürgermeisterbüro oder in einem Ministerium für Verteidigung, dann würde vielleicht eine Theresa May oder eine Frau von der Leyen ein bisschen anders wirken. Also ich glaube, ich habe letztes Mal irgendwann so einen Satz vor mir gelassen, also wenn Männer das Leid der Frauen erlebt hätten, die hätten schon in der ersten Stunde, wären die ohnmächtig geworden. Also das ganze Leid, was Frauen ertragen und trotzdem weitergehen, ja, und dann nehmen sie noch ihre Kinder mit und was die alles wohl gemacht haben, in den schlimmsten Situationen, wie die Frauen immer noch da durchkommen. So, ne, diese Resilienz, das möglicherweise, ja, das ist Substanz, weibliche Substanz, irgendwie immer eine Lösung fürs Leben zu finden, für das Gute und nicht aufzugeben. Ne, also das ist dann vielleicht eine Kultur, wenn wir die offen, ich glaube, das ist auch das, was in meinem Pilgern steht, ich möchte gerne das Wort weiblich offen sagen können. Offen sagen können, dass es ein Vorteil sein könnte, eine weibliche Kultur zu leben und dabei bestimmte Bilder nicht zu produzieren oder zu reproduzieren. Und das wäre auch ein Forschungsraum. Also was ist das? Also was ist weiblich? Ich lerne ja dazu, und wenn ich sage, die weibliche Würde in uns allen, damit spreche ich ja Männer wie Frauen an. Also was ist eine weibliche Würde in uns allen, wenn du sagst, es gibt Männer, die haben eine Fürsorge oder eine Agape entwickelt in sich, die dann angenehmer sein kann als eine Frau, die da einfach mit der Brechstange durchgeht.
So, also das heißt, der Mann hat ja in sich was entwickelt. Was hat er gemacht? Oder ist er so geboren oder hat er gelernt? Und wodurch entsteht das? Also diese fürsorgliche Seite auch im Mann. Wenn Männer ja eigentlich Helden sein müssen in der Welt und bestimmte andere Rollen noch spielen sollen, immer noch. Und wenn Frauen in der Politik, wenn Frau Merkel jetzt anfangen würde zu weinen und sie hat es ja einmal versucht, ne, bei dieser Opa-Geschichte hat sie ja ihr Dekolleté gezeigt, das war wahrlich sehr tief. 10 Jahre muss das schon her sein, das sah aus wie eine Tara. Ganz tiefes Dekolleté. Ihr hättet mal die deutsche Presse danach lesen sollen. Ihre ganze Kompetenz ist hier streitig gemacht worden. Also, da gibt es noch einiges zu tun mit der weiblichen Kultur, ja. Und das, glaube ich, könnte auch die Frauen in die Positionen befördern, leichter. Und Männer, die das unterstützen, ja, die keine Konkurrenz empfinden, die Frauen toll finden, die Frauen lieben und sagen, hey, eine Frau, die ist klug und weise, auch wenn sie in einem Minirock daherkommt, ja, und untouchable gleichzeitig. Ja, und dass es überhaupt gesehen wird, und das tun ja Frauen auch, sehen andere Frauen nach dem Erscheinungsbild und beurteilen sie danach sehr viel mehr als Männer. Ne? Und das ist, ja, wie kriegt man das aus der Kultur? Mit viel Kleinarbeit, also viel Kleinarbeit, weil wenn immer mein Mann eine Fernsehmoderatorin irgendwelche abfällige Bemerkungen macht, sage ich, beim Mann würdest du das nicht sagen. Und wenn man das immer wieder und immer wieder wiederholt, ist irgendwann fällt es dann auf. Aber natürlich, es hat schon auch mit Testosteron zu tun, sagen wir also, und das dem beizukommen, ist eine Frage der Jahrzehnte. Und das ist auch, ja. Frauen tun andere Frauen auch abwerten, nachdem wie sie sich aufführen oder wie sie gekleidet sind oder wie auch immer. Das mag sicher noch mit dieser Konkurrenz um den Mann zu tun haben. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber auch mit Testosteron vielleicht. Also. Wie weit sind wir jetzt mit dem Thema gekommen, wenn ihr das so jetzt zurückschaut, die letzte Stunde? Also weibliche Kultur ist sehr stark für mich in den Vordergrund gekommen, die wir erst entwickeln müssen durch Unterstützung, durch Empowerment. Agape und ein Integrieren von Archetypen, männlichen, weiblichen, habe ich mir also auch noch notiert. Und die Freiheit, die ja auch die Männer wollen, also nur auf andere Weise als wir. Also, was ist euer, wie schaut ihr jetzt auf die Freiheit, ne? Das kann man doch an dem Grundeinkommen und an der Care-Ökonomie ziemlich deutlich sehen. Wenn eine Frau 1.000 Euro bekäme, jeden Monat, dann bräuchte sie nie wieder ihren Mann oder einen Arbeitgeber zu fragen, ob sie kommen muss oder wegbleiben darf. Also ob sie, also sie kann an dieser Stelle nicht mehr so stark versklavt werden. Die hat einfach dann in dem Moment die Freiheit. Währenddessen beim Grundeinkommen oft die Männer über die philosophische Freiheit diskutieren. Und die Frage der Arbeit nach Reinigung und Putzen und Staubwischen und Kinder und überall da, wo ziemlich viel Scheiß anfällt, ja, Windeln etc. pp., ist es eine andere Freiheit. Also Frauen kommen durch das Grundeinkommen, glaube ich, auch wirklich in eine ökonomische Befreiung. Und wenn sich dann auch noch Frauen, alleinerziehende Mütter zusammentun, haben die wirklich Ressourcen. Also das würde auch Beziehungen entlasten, diese Freiheit. Und man muss auch bedenken, die Frauen haben ja erst seit 50, 60 Jahren überhaupt das Thema Ökonomie auf dem Tisch. 100 Jahre Frauenwahlrecht, 1975, glaube ich, dann erst da konnten Frauen ihr eigenes Geld verdienen. Woher mussten sie ihren Mann fragen? Wir kommen erstmal so langsam in den letzten 50 Jahren überhaupt an Geldbewusstsein und an diese finanzielle Freiheit ran. Und wieder einmal sprechen wir natürlich nur aus unserer privilegierten westlichen mitteleuropäischen Sicht. Das stimmt, ja. Ja. Ja, danke, dass du das jetzt noch sagst, Monika. Und für mich, also ich denke, das meinst du auch nicht reduziert, Regina, wenn du von ökonomischer, also wenn du von Freiheit sprichst, dass du das auf ein Grundeinkommen reduzieren magst. Also Freiheit geht ja viel, 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 viel weiter, oder? Und ich glaube, diese ökonomische Freiheit, die
die haben wir in unseren westlichen Ländern weitgehend erreicht, vielfach, weil sonst wäre die Frauenbewegung gar nicht erst entstanden. In den Beruf zu gehen und ja, das hat sich so wie die Hand gegeben. Für mich war das Gespräch spannend. Es ging so den Weg in viel Beleuchtung in der Politik, was ein wichtiges, ein gesellschaftliches Phänomen ist. Ich bin mehr im individuellen und im persönlichen Bereich aktiv. Also dort könnte man jetzt auch noch einmal eine Stunde drüber sprechen. Aber ich glaube, es ist jetzt, die Zeit ist wahrscheinlich auch langsam um. Für mich war es ein schöner Austausch, aber auch ein Anfang. Und ich freue mich auch mit der einen oder anderen von euch. Gerade wenn du in die Schweiz pilgern kommst, bist du vielleicht mal bei uns zugegen. Kannst mich einladen. Genau. Schreibst mir eine E-Mail, kannst mich einladen, komme ich mal vorbei mit der weiblichen Würde. Also ich muss das vielleicht noch ein bisschen sagen, das ist auch immer eine Gelegenheit hierfür. Das ist ein Projekt, das heißt Feminasophie. Das ist Feminasophie, das ist für mich schon ein sehr integrierter Begriff. Und wenn Monika fragt, ja, wo sind wir jetzt gerade mit dem Gespräch, Feminismus zu integrieren und auf neue Aspekte auszurichten, das ist einerseits sehr individuell. Ich glaube, jede ist immer noch auch individuell da unterwegs in der Vielfalt, also wie Frauenleben auch so sind. Und auch in diesem Feminismus ist mir wichtig, also Feminasophie, die Suche nach einem gemeinsamen Willen, nach einer Klammer, die politisch mehr größere Kraft entwickelt, weil ich glaube, dass es notwendig und nötig ist, solche Fragen wie Fürsorgeökonomie, eine andere Wirtschaft zu diskutieren, um eine Freiheit für Menschen zu erzeugen, denen es auch nicht so gut geht, so ein gutes Leben für alle, aber auf einem anderen Niveau. Ja, und das ist für mich auch Feminasophie, also ein Update von Agape, Upgrading von der großen Mutter, von der Göttin, in diese politische Fürsorgeökonomie, die für uns auch diskutierbar wird. Und da schwingt für mich die alte, vorzeitliche große Mutter mit rein. So gehe ich pilgern. Das sind so meine Vorträge, die ich halte dann. Oder auch in meinem Zirkel, werden wir so, ne? Im Kreis darüber reden, mach ich gerne. Ja, kannst mich einladen, ich komme. Ab Juli, ne, gehe ich ja los und so. Ein ganzes Jahr, 12 Monate. Okay. Ja. Yeah. Für mich ist es ein schönes Gespräch über diese Themen, die wir doch eigentlich nicht so oft besprechen. Was ich finde, was wir als Frauen noch viel mehr lernen müssen, ist wirklich im tiefen Inneren von diesen Konditionierungen loszukommen. Das heißt, wir werden nie wirklich loskommen, aber sie noch mehr erkennen, wenn wir wieder aus, ja, kulturellen oder was auch immer, generationsvererbten Beweggründen denken, sprechen, handeln und so weiter. Und dann dazu stehen, was wir wirklich wollen. Ich bin heute, das finde ich einen tollen Ansatz, ja, ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob wir, wenn wir zum Beispiel Kinder dann wählen, ob das wirklich dann das ist, ihr habt das auch vorher angesprochen, ob das wirklich der tiefste Wunsch ist oder wenn wir in die Politik gehen wollen, ist das wirklich der tiefste Wunsch oder ist das, weil ich jetzt das tun will, damit ich endlich Anerkennung bekomme. Und ich denke, das ist ja nun, wie du sagst, erst 50 oder 60 Jahre her und diese innere Entwicklung, in mir fühle ich das noch ganz stark, oft die Konditionierungen. Ich weiß nicht, wie es bei der jüngeren Generation ist, aber manchmal denke ich, wenn es also nur um hochhackige rote Schuhe geht oder, also, ich bin nicht so sicher. Es mag sicher einige geben, die auf einem ganz anderen Niveau schon sind, ja, aber so im Großen und Ganzen, denke ich, sind wir als Frauen noch immer im Selbstverständnis. Und ich denke nicht, dass es die Männer sind, die uns unterdrücken heutzutage, sondern das sind wir eher selber. Und das wäre für mich das Wichtige, da noch mehr nachzuschauen. Und dann wirklich wählen, gehe ich in die Politik, weil das meine Passion ist und ich das wirklich will oder weil ich ja, so auftreten will als jemand mit Power. Obwohl ich es vielleicht gar nicht bin. Vielleicht ist es ja nur eine
wie sagt man da, eine Projektion und eine Umdrehung dessen, was in mir passiert. Ja. Und da sind wir wieder bei der Schattenarbeit. Und ich werde diese Litanei immer weiter und weiter und weiter bis zum letzten Atemzug vertreten. Das ist für mich das Um und Auf, das Standbein jeglicher Entwicklung. Ich danke euch. Ja, ich danke euch auch. Es war ein super Gespräch und vielleicht mögt ihr ja, dass wir irgendwann wieder zusammenkommen und das fortführen mit ähnlichem Thema oder dem gleichen oder so. Auf der individuellen Ebene, wie die Verena gemeint hat. Also genau. Würde ich auch gern. Ja, super. Ja, sie bedingen sich ja auch, die beiden. Genau. Ganz genau. Ja, dann gutes Jahr, Regina, auf der Reise, falls du hier unten vorbeikommst. Bist auch gerne eingeladen. Sehen wir uns in Nürnberg? Kommt da jemand hin? Ja, ja. Dieses Jahr nicht. Oh, schade. Nächstes Mal. Ja, ich glaube, ich komme mal wieder und dann sehen wir uns da. Okay. Und ich bin gerne wieder bereit. Also das ist ja ein Thema, diese Fragestellung des Feminismus. Was kommt danach? Oder was ist da drin? Ist doch interessant. Das kann man doch mal öfter. Gut, super. Dann danke ich euch im Moment und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Ciao. Tschüss.